Weit ab jeder menschlichen Siedlung, in der Atacama-Wüste, im Norden Chiles, steht das größte Observatorium der Welt. Darin Teleskope der Superlative. Ursprung von Planeten, Entstehung Planeten, Sonnensysteme, eventuell Leben auf solchen Planeten ist ein extrem großer Schwerpunkt. Es ist die größte Sternwarte auf Mutter Erde, gebaut und betrieben von 16 europäischen Staaten. ESO, European Southern Observatory. Hier wird nach Antworten auf die Kernfragen im All gesucht, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Für uns Astronauten ist auf jeden Fall die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, irgendwann zum Mars zu fliegen. Was die Teleskope in Paranal nicht sehen können, die Antennen am Standort Alma können es hören. Radiowellen aus Milliarden Lichtjahren Entfernung. Es ist manchmal ganz schön kalt und windig, bis zu minus 30 Grad. Und eine Frage rückt immer näher. Gibt es irgendwo da draußen Leben? Wasser ist entscheidend. Es ist wichtig, wo im Universum Wasser ist. Ein noch gewaltigeres Observatorium ist inzwischen im Bau. Der Wissensdurst der Menschheit kennt keine Grenzen mehr. Wer zu den Sternen will, muss auf Erden weit reisen. Die Suche nach dem besten Standort für das Observatorium hat Jahre gedauert. Schließlich fiel die Wahl auf Chile. Cerro Paranal in der Atacama-Wüste. Rund 1500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago. Es ist die trockenste Wüste der Welt. Sie grenzt an den Pazifik, liegt aber im Regenschatten der Anden. Die vorwiegend aus dem Osten wehenden Winde sind trocken. Mit auf der Reise zum Nahblick auf die Sterne der deutsche Astronaut Ulf Merbold. Er verbrachte auf 3 Missionen insgesamt 33 Tage im All und konnte von dort auf unseren Planeten hinabschauen. Und Massimo Tarenghi, Astrophysiker und langjähriger Direktor der größten Observatorien dieser Erde. Er hatte schon immer den freien Blick hinauf ins All. Die erste Station auf dem Weg in die Galaxien liegt erstmal ganz nah, der Mond. Wir fahren zu einer Sehenswürdigkeit in San Pedro de Atacama, das Moon Valley. Besonders für unseren Freund Ulf, der um die Welt geflogen ist, aber nicht die Gelegenheit hatte, auf dem Mond zu landen, besuchen wir das Tal. Es gibt da zwar mehr Luft als auf dem Mond, aber die Landschaft ist nahezu identisch. Das Valle de la Luna, zu Deutsch das Tal des Mondes, liegt 13 Kilometer westlich von San Pedro de Atacama. Die einzigartige Landschaft ist Teil des Nationalparks Reserva Nacional de Flamencos. Die Korrosion durch Wind und Wasser hat spektakuläre Formen und Farben und wie von Menschenhand gemachte Skulpturen erschaffen. Wegen der besonderen Oberflächenstruktur wurden hier sogar Marsfahrzeuge getestet. Massimo Tarenghi hat ein Leben lang Sterne beobachtet. Nun hat er endlich Zeit für den eigenen Planeten. Ich bin ein neugieriger Mann. Deshalb bin ich Astronom geworden, aus Neugierde. Ich wollte das Universum verstehen. Aber wir leben an einem wunderbaren Ort, der Erde. Und die Erde hat atemberaubende Landschaften. Jetzt widme ich mich der Entdeckung der Schönheit auf der Erde und im Himmel. Als ich die Erde aus dem Orbit gesehen habe, sah ich einen schwarzen Himmel, den Horizont als gebogene Linie und dann ist da eine sehr, sehr dünne und sehr zerbrechliche Schicht. Das ist die Atmosphäre. Und dann denkt man schon, wir verdammten Menschen sollten mehr darauf achten, sie zu beschützen, um unseren Enkeln ein ebenso schönes Leben wie unseres zu ermöglichen. Wenn ein Astronaut im Weltall ist,
ist er übrigens nicht näher an den Sternen als hier. Aber er kann die Schönheit der Wüsten oder Wälder von dort nicht sehen, nicht gleichzeitig mit den Sternen. Und ich muss sagen, wir haben Glück, auf der Erde zu leben, im Vergleich zu anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Dass wir die Schönheit dieses Planeten zerstören, ist eine Schande. Die Atacama ist eine Küstenwüste. Und dennoch die trockenste aller Wüsten außerhalb der Polargebiete. In ihrem zentralen Bereich besteht schon seit 15 Millionen Jahren ein extrem trockenes Klima. Es gibt Orte, an denen jahrzehntelang kein Regen fiel. Trotzdem, die Wüste lebt. Die Laguna Chaxa ist Teil des Salar de Atacama, einem abflusslosen Wassereinzugsgebiet nahe der Grenze zu Bolivien. Vor allem unterirdische Zuflüsse und Grundwasser aus den Anden führen zu sporadisch auftretenden Wasservorkommen. Die hier, trotz hoher Salzkonzentration lebenden Krebse, sind für Flamingos ein wahres Festmahl. Für die Wahl dieses Ortes gab es im Wesentlichen drei Kriterien. Erstens die Anzahl der wolkenlosen Nächte. In Paranal kommen wir auf bis zu 320 klare Nächte pro Jahr. Das zweite, eine niedrige Belastung durch Licht. Man muss möglichst weit entfernt von jeder künstlichen Lichtquelle sein. Und das dritte, auch sehr wichtige Element, der Laminarfluss der Luft. Die Luft muss möglichst geradlinig auf das Teleskop treffen. Das geht nur, wenn sie möglichst kurze Wege über Festland zurücklegt. Hier etwa erzeugt die Erwärmung der Landmasse große Turbulenzen, die das Licht von den Sternen in Vibration versetzt. Von Antofagasta, dem wirtschaftlichen und politischen Zentrum der gleichnamigen Region, führt der Weg weitere 130 Kilometer durch die Atacama. Dann, am Horizont, wie aus dem Nichts erscheint es, das Observatorium Cerro Paranal. Am Fuße des Berges schmiegt sich ein futuristisch anmutender Bau in die Wüste. Das Wohnhaus für die Techniker und Wissenschaftler. Ein Werk der deutschen Architekten Auer und Weber. Als wir dem Architekten dieses Tal gezeigt haben, hat er dieses geradlinige Gebäude entworfen und es wie einen Staudamm konzipiert. Doch anstelle von Wasser hat er hier den Schotter der Wüste benutzt. Dort gibt es eine schiefe Ebene als Eingang. Das war die Idee hinter dem Entwurf des Architekten. Dort oben auf dem Berg können Sie das Teleskop sehen. Davor liegt die Gesteinshalde, die wir von der Bergspitze abgetragen haben. 400.000 Kubikmeter Gestein. Lass uns reingehen. Die Aufgabe war, Wissenschaftlern, die hier unter außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen arbeiten, einen Unterkunftsort zu bieten, der etwas Entspannung unter halbwegs normalen Bedingungen ermöglicht. Eine Oase in heißer und trockener, lebensfeindlicher Umgebung. Die Anlage umfasst neben den Schlaf- und Arbeitszimmern Innenhöfe mit künstlicher, echter Vegetation, eine Kantine, einen Fitnessraum und nicht zuletzt ein Schwimmbecken mitten in der Wüste. And you can swim when you want. Day or night. Auf 2400 Metern Höhe erheben sich aus der Weite der Wüste die riesigen Teleskope des European Southern Observatory, kurz ESO, wie die Südsternwarte offiziell heißt. Die weiß- und silberfarben reflektierenden Gebäude erinnern an eine Raumstation aus der Welt der Science-Fiction. Und tatsächlich geht es in den gigantischen Türmen um Raum und Zeit in unvorstellbaren Dimensionen. Diese Frage, was du
Ursprung von Planeten, Entstehung Planeten, Sonnensysteme, eventuell Leben auf solchen Planeten ist ein extrem großer Schwerpunkt. Natürlich eine Grundfrage in der Astronomie ist immer, wie ist das Universum entstanden, wie hat es sich entwickelt, warum sieht es so aus, wie es heute aussieht, und man versucht eine Aussage zu machen, wie sich es weiterentwickeln wird. Und das ist, ich meine, das wiederholt sich, dieses Thema, wo kommen wir her, wo geht's hin? Nicht? Das ist eine der wichtigen Fragen. Das Besondere, die Teleskope können sowohl einzeln als auch als Gruppe eingesetzt werden. Hier sehen wir die Installation von dem Interferometer, wo man die kleinen Teleskope, die sogenannten Hilfsteleskope, umsetzen kann. Wir haben also manchmal die vier Teleskope nah beieinander, hat eine geringere Auflösung, und dann fahren wir sie über Tage hinweg immer auf größere Abstände, um diese Teleskope umzufahren, hier diese Schienensystem. Mhm. Und jetzt ist hier zum Beispiel so eine Konfiguration, wo die beiden äußersten Teleskope so etwa 150 Meter auseinander sind. Das erste der vier Teleskope wurde Ende der 90er Jahre in Betrieb genommen. Seitdem wird es ständig erweitert und perfektioniert. Der Bau, einschließlich der ersten Instrumentengeneration, hat rund 500 Millionen Euro gekostet. Ich würde sagen, dass wir ja das eines der besten Observatorien weltweit haben, auch sehr produktiv. Also unsere Wissenschaftler, die die Teleskope nutzen, sind sehr aktiv in ihren Produktions- und wissenschaftlichen Arbeiten. Und also hier kommen jedes Jahr zwei Publikationen pro Tag, kann man eigentlich sagen. Referierte Publikationen. Natürlich nur die Zeit zeigt, was davon wirklich wichtig ist, aber man muss das erstmal produzieren, nicht? Und es ist schon eine Science-Maschine, wie wir gerne sagen, eine Wissenschaftsmaschine. Eine Maschine, deren Nutzung bei Astronomen der ganzen Welt begehrt ist. Über 2000 Forschungsanträge gehen jedes Jahr ein. Je nach Teleskop wird 2 bis 5 Mal so viel Zeit beantragt, wie tatsächlich vergeben werden kann. Das Teleskop funktioniert prinzipiell so, dass der 8,2 Meter Hauptspiegel, der liegt jetzt hier auf dieser weißen Struktur oben auf, ein Spiegel aus einem Stück, der sammelt das Licht von den Objekten am Himmel. Das ist das wichtigste Element vom Teleskop, um tief ins Weltall zu gucken, sprich schwache Objekte anzuschauen und die Spiegelgröße. Der Durchmesser entscheidet über die Auflösungsvermögen vom Teleskop. Das Licht wird dann gesammelt, geht oben auf den Sekundärspiegel, der das Licht dann wieder zurückbringt. Das ist ein Bild, was sichtbar gemacht werden kann. Also wenn man eine klassische Kamera hinten dran hängt, dann wird daraus einfach ein Bild gemacht, was man auf dem Bildschirm sich dann anschauen kann. Aber es gibt halt in der Astronomie viele andere Analysemethoden, das Licht in seine Spektralfarben zu zerlegen, polarimetrisch das Licht anzuschauen und andere Sachen. Der Astronaut ist natürlich schon einer, der mit Sternen auch ein inniges Verhältnis hat, das ist ja naheliegend. Aber in diesen letzten 10, 15 Jahren, da ist so viel in der Kosmologie, die ja an die Astronomie sich anschließt, hinzugekommen, die Frage der dunklen Energie, der schwarzen Materie, natürlich auch diese extrasolaren Planeten, die wir gefunden haben, aber auch das, was eigentlich näher liegt. Für uns Astronauten ist auf jeden Fall die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, irgendwann zum Mars zu fliegen. Und was wir mit Hilfe von Satelliten über den Mars alles herausfinden konnten, über Magnetfeld, über seine chemische Zusammensetzung an der Oberfläche, dass er eine Atmosphäre hat, das ist also auch absolut gigantisch. Es ist aber auch interessant, dass jetzt viele Observatorien, auch wie unseres, jetzt immer mehr auch Arbeit machen, um die Satelliten, die Raumschiffe unterwegs sind, zu unterstützen. Zum Beispiel um Landeplätze zu finden, die Atmosphären zu studieren. Zum Beispiel, wenn ein Satellit versucht, auf einem Planeten zu landen, wenn dann dort starke Strömungen gibt, muss man natürlich wissen, in welche Richtung wird dann der Satellit abgetrieben. Und soll ich sagen, das machen wir also teilweise kurz vor den Absetzen des Landes. Satelliten Beobachtung oder als der Rosetta-Satellit zu dem Kometen kam, wurden auch die Annäherungsbilder
von uns unterstützt, um die Abstände zu messen. Weil manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn man nahe dran ist und man kann aus der Entfernung besser dirigieren. Also unglaublich aufregend, was im Moment da alles passiert. Inflation, Explosion von Fragen, aber auch von Antworten und neuen Experimenten. Wir leben wirklich in der Blütezeit der Astronomie. Kurz vor Sonnenuntergang erwachen die Giganten zum Leben. Ein Testlauf wird gestartet und gleichzeitig werden die Tore zum Innenleben geöffnet, damit sich die Temperatur im Innern an die Außentemperatur angleichen kann. Was wir jetzt sehen, ist die Startup-Sequenz vom Teleskop. Das Teleskop wurde erstmal jetzt hochgehoben, damit es sich bewegen kann auf einem Ölfilm. Von nur 20 Mikrometer Dicke schwebt jetzt das Teleskop. Wir könnten das mit der Hand bewegen. Das ist so gut gelagert, dass wenn man es mit zwei Leuten kann man es anschieben, man kann es dann aber nicht mehr stoppen. Und jetzt fahren an uns hier jetzt die wissenschaftlichen Experimente vorbei. Hier ist zum Beispiel eine Kamera, die macht wirklich nur Bilder vom Himmel, aber unterstützt von einem System, was auch die Turbulenz der Erdatmosphäre korrigiert. Also wir haben ein System, was die Verformung der Optik kontrolliert. Wir haben aber auch ein System hier eingebaut, das die Optik so verformt, um die Turbulenz der Atmosphäre zu kompensieren. Der Spiegel, den Sie da oben sehen, ist kein fester Spiegel, sondern es ist ein verformbarer Spiegel, der 1000 Mal pro Sekunde kann der in der Form angepasst werden, um der Verformung der Wellenfronten durch die Erdatmosphäre entgegenzuwirken. Und in dem Moment, wenn dieses System funktioniert und am Laufen ist, ist es, als ob Sie dieses Teleskop in den Weltraum geschossen haben. Weil die Erdatmosphäre ist eliminiert. Der Durchmesser des Hauptspiegels misst 8,2 Meter. Der Hauptspiegel, der sammelt das Licht hier auf den Sekundärspiegel, wer es dann wiederum hier unten fokussiert, da entsteht dann wirklich das Bild. Und um das Licht entweder in die eine Station zu leiten, gibt es hier einen dritten Spiegel auf 45 Grad, der das Licht hier rüber lenkt. Und wenn wir das Licht auf der anderen Seite wollen, drehen wir den ganzen Turm um 180 Grad, dann wird das Licht hier rüber gelenkt. So können wir in der Nacht auch zwischen den drei Instrumenten innerhalb von weniger als 10 Minuten hin und her schalten. Das erhöht natürlich unsere Flexibilität, um die Atmosphäre, der Mond und andere Gegebenheiten uns anzupassen. Sobald es dunkel wird, können die Beobachtungen beginnen. Am Teleskop befinden sich immer ein Ingenieur, gewissermaßen der Pilot, der das Teleskop steuert, und ein Astronom, der unter Berücksichtigung der Wetter- und Sternlage entscheidet, welche Beobachtungen durchgeführt werden können. Eines der großen Forschungsprojekte der Südsternwarte ist die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten. Eine eigens gebaute Beobachtungsanlage, das sogenannte Next Generation Transit Survey System, sucht jede Nacht Planeten, die vor ihren Elternsternen vorbeiziehen. Das Instrument besteht aus einer Reihe von 12 Teleskopen mit einem Durchmesser von jeweils nur 20 Zentimetern. Sein einziger Zweck ist es, durchquerende Exoplaneten zu erkennen. Läuft ein Planet vor seinem Stern durch das Beobachtungsfeld des Teleskops, so verdunkelt der Planet das gemessene Licht des Sterns um einen Bruchteil. Diese winzigen, aber regelmäßigen Helligkeitsabsenkungen beweisen die Anwesenheit eines umkreisenden Planeten. Das System arbeitet als ferngesteuerter Roboter. Im Mittelpunkt steht die Suche nach Exoplaneten mit einem Durchmesser zwischen dem 2- und 8-fachen des Erddurchmessers. Nacht für Nacht wird die Helligkeit von Hunderttausenden von vergleichsweise hellen Sternen am Südhimmel kontinuierlich überwacht. Diese Transitvermessung genannte Methode erreicht eine Genauigkeit bei der Messung der Helligkeit von Sternen, die mit einem bodengebundenen Großfeldmessgerät bisher nicht erreicht wurde. Auch die Atmosphäre der neu entdeckten Exoplaneten wird untersucht. Während der Planet an seinem Stern vorbeizieht, durchdringt ein Teil des Sternenlichts die Atmosphäre des Planeten, wenn er eine hat, und bricht sich auf jeweils spezifische Weise.
Diese sogenannte Lichtsignatur kann viel über die chemische Zusammensetzung und andere Eigenschaften der Atmosphäre aussagen. Letztendlich geht es immer auch um die Frage, ob auf anderen Planeten Bedingungen herrschen, die Leben möglich machen. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, nicht? Unsere Weltbilder, die sich entwickelt haben, haben den Menschen immer jedes Mal Schritt für Schritt aus dem Zentrum heraus bewegt. Erst waren wir im Zentrum des Universums, erst im Zentrum des Planetensystems, dann war es aber die Sonne, dann waren wir nicht eine Galaxie im Zentrum, sondern eine von 100 Milliarden. Und der Schritt vielleicht, dass wir auch nicht das einzige Leben im Universum sind, liegt da eigentlich relativ nahe. Also wir haben deswegen auf der Raumstation immer wieder Sporen oder Bakterien oder irgend sowas der Strahlung ausgesetzt, der UV-Strahlung, der ionisierenden Strahlung, Röntgenstrahlung und so weiter, weil man kann ja nicht ausschließen, dass durch irgendeinen Kometen oder ein Stück Mars, das dann zur Erde gekommen ist, irgendwelche einfachen Lebewesen, Einzeller oder sowas, hier hin. Es wäre halt interessant, wenn man Bakterien auf einem anderen Planeten findet, der sicher keinen Kontakt hatte mit uns, ob die dann ähnliche Struktur haben, ähnliche Eigenschaften. Man muss ja gar nicht ein höher entwickeltes Leben denken in dem Moment. Die fundamentalen Fragen kann man schon mit einfachsten Lebensformen angehen, weil die, wenn es da Ähnlichkeiten gibt, würde man natürlich schon verstehen, dass es auch gewisse Voraussetzungen gegeben haben muss. Ich meine, das erste Leben ist ja so früh entstanden auf der Erde, kurz nachdem sie eigentlich selbst erst entfunden. Es hat dann ewig lange gedauert, bis da ein bisschen was Komplexeres draus wurde. Aber diese einfache Lebensform, die Bakterien, die wir heute noch auf der Erde ja finden können, die sind schon spannend, ob das irgendwie vielleicht was sogar was Allgemeingültiges. Zeit für den Schichtwechsel. Tagsüber werden die Teleskope gewartet und für die geplanten Beobachtungen der kommenden Nacht programmiert. Nachts ist die Zeit der Astronomen. Die wissenschaftlichen Beobachtungen werden zum Teil von Forschern aus der ganzen Welt persönlich begleitet. Doch das ist nicht immer nötig. Viele Institute fertigen stattdessen präzise Beobachtungsaufträge an und lassen sie von Forschern vor Ort durchführen. Sie erhalten dann die Daten zur Auswertung. Die Besonderheit in Paranal: Die Teleskope können mit Hilfe einer ausgeklügelten Technik zusammengeschaltet werden. Hier sind wir in einem sogenannten Delay-Light-Tunnel. Wir müssen versuchen, das Licht vom Stern bis zum Labor, wo es zusammengeführt wird, exakt die gleiche Strecke laufen lassen. Wenn jetzt also das Licht von einem Stern über uns kommt, in die zwei Teleskope, ist der Weg erstmal gleich lang. Aber wenn das Teleskop dann dem Stern folgt, wegen der Erddrehung, wird der Weg auf diesem Teleskop länger. Ja? Und dieser zusätzliche Weg muss mit dem anderen Teleskop kompensiert werden. Und deswegen schicken wir das Licht vom Teleskop in diesen laufenden Wagen. Und das Licht wird hier in sich zurückreflektiert. Und wenn der Wagen sich ein Stück hier nach hinten bewegt, läuft das Licht ein Stück weiter. Oder wenn er sich nach vorne bewegt, ein Stück kürzer. Das heißt, wenn vier Teleskope benutzt werden, steht ein Wagen und die drei anderen bewegen sich entsprechend der Richtung, in die gerade geschaut wird. Mit ein paar Zentimetern pro Sekunde, das ist auch schon relativ schnell, fahren dann diese nachts diese Wagen, jeder individuell, entsprechend des Teleskops, dem er folgt, und stellen sicher, dass die Wellenfront vom Objekt gleich eintrifft im Labor. Im Kontrollraum laufen riesige Datenmengen mit sehr hoher Geschwindigkeit zusammen. Für die Beobachtungen gibt es einen festgelegten Zeitplan, der konsequent eingehalten wird. Spielen Wind und Wetter nicht mit, können die Ingenieure flexibel reagieren und andere vorbereitete Experimente durchführen. Jede Minute Dunkelheit muss möglichst effizient genutzt werden. Eine der anspruchsvollsten Aufgaben ist die Ausrichtung der gigantischen Teleskope auf das Objekt der Begierde. Letztendlich bauen wir das 130 Meter großes
indem wir die vier Einzelteleskope zusammenschalten. Die Teleskope muss jetzt auf 100 Nanometer, also das Bruchteil von der Dicke vom Haar, auf den gleichen Abstand bringen. Und dazu analysieren wir das Sternlicht und fahren Spiegel und andere Elemente, um eben die Teleskope so gut aufeinander gleich zu bekommen. Die Auflösung und damit die Schärfe der produzierten Bilder hängt direkt mit der Größe des Teleskops zusammen. Indem mehrere Teleskope in Abständen von bis zu 200 Metern zusammengeschaltet werden, wächst die Größe des Teleskops entsprechend. Das einzige Problem: die einfallenden Lichtstrahlen müssen angeglichen werden. Das Licht wird erstmal zur Interferenz gebracht und dann wird das Interferenzmuster wird dann spektral dispergiert und dann auf dem Detektor registriert. Und das wird alles extrem schnell registriert, weil die Atmosphäre halt wackelt. Ja, man kann das zwar stabilisieren, indem man permanent misst, wie die Variationen sind und dann korrigiert. Also zum Beispiel, indem einer der Spiegel in dieser Umlenkspiegel hat auf der Rückseite Piezo-Stellelemente, kann also mit extrem hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit nachgefahren werden. Also wenn man misst, das eine Muster verschiebt sich gegen das andere, dann korrigiert man mit dem Spiegel und hält die beiden übereinander. Ja. Und das Frage an der Stelle, wenn die sich tatsächlich verschieben, es könnte ja tatsächlich auch ein echter Grund davor liegen. Oder weiß man, das kann dann nur die Atmosphäre sein? Das alles, wovon ich gerade rede, passiert auf Zeitskalen von Millisekunden, Tausendstel Sekunden. Da gehen wir davon aus, dass das Objekt nicht variiert. Ja. In der Tat, wenn man also das extrem schnelle Phänomene beobachten wollte, müsste man anfangen zu unterscheiden, was kommt vom Objekt selber, was kommt von der Atmosphäre, was kommt vom Instrument. Das Herz von dem Instrument ist dieses kleine Stück Silizium. Und Sie müssen jetzt mal hierher kommen, um zu sehen, wie das Licht, das von den vier Teleskopen kommt, in dieses Stück optische Wellenleiter eingefüttert wird. Und auf der anderen Seite kommt die kodierte Information raus. Und das wird am anderen Ende von dem Detektor registriert. Astronomen haben immer versucht, den Nachthimmel zu entschlüsseln und ein besseres Verständnis des Kosmos zu erlangen. Aber welche der jährlich rund 2000 eingereichten Forschungsvorhaben am Ende zugelassen werden, wie die kostbare Zeit des Observatoriums am effizientesten genutzt werden kann, entscheidet ein Gremium von internationalen Astronomen. Sie müssen entscheiden, welche Geheimnisse des Universums für die Menschheit am ehesten von Belang sind. Eine der wichtigsten wissenschaftlichen Fragen im Moment in der Kosmologie ist der Versuch, die dunkle Seite unseres Universums zu verstehen. Wir wissen, dass es etwas gibt, das als dunkle Materie bezeichnet wird, die eine starke Gravitationskraft in unserem Universum ist, und etwas, das als dunkle Energie bezeichnet wird. Sie ist es, die die Expansion unseres Universums auf mysteriöse Weise beschleunigt. Wenn wir nun diese dunklen Komponenten des Universums verstehen wollen, müssen wir wirklich große Himmelsaufnahmen machen, um herauszufinden, wo die dunkle Materie ist und wie sich die dunkle Energie mit der Zeit verändert. Im Bereich der Galaxien ist eines der großen neuen Wissenschaftsgebiete, das sich gerade herauskristallisiert, die Erforschung von sogenannten Quasaren, extrem hell leuchtende Galaxiekerne. Wir sehen, wie das Licht aus diesen fernen Quasaren, während es auf die Erde trifft, von einigen der Gas- und Materialklumpen, die sich zwischen uns und den Quasaren befinden, absorbiert wird. Diese Beobachtungen können genutzt werden, um herauszufinden, wo sich das gesamte Gas in unserem Universum befindet. Diese Informationen geben Aufschluss darüber, wie sich dieses Gas bewegt, wie es in Galaxien eindringt und sie füttert und neue Sterne erschafft. Diese entfernten Quasare können auch Aufschluss über eine Ära des sehr frühen Universums geben. Eine Ära, die als Reionisation bekannt ist. Fast seit dem Beginn des Universums mit dem Urknall wird es bis heute ionisiert. Das heißt, aus Atomen und Molekülen werden Elektronen entfernt. Es bleiben positiv geladene Ionen übrig. Nach dem Urknall gab es eine Zeit des neutralen Universums. Wir nennen es die dunklen Zeiten. Und danach begann die Reionisierung. Wir wissen nicht genau, was zu dieser Entwicklung geführt hat. Es können Quasare sein, es können Galaxien sein. Viele Teams widmen sich daher dieser Frage.
Ein weiteres heißes Thema ist, wie ist der Lebenszyklus einer Galaxie? Eine Galaxie entsteht durch Gas, das sich durch die Schwerkraft wie in einen potenziellen Brunnen einlagert. Doch es stellt sich die Frage, wie die Metalle und die schweren Elemente, die wir im galaktischen Medium und vielleicht auch im intergalaktischen Medium sehen, dorthin kommen. Wie werden diese Metalle von der Galaxie zurück in die Umgebung der Galaxien transportiert? Galaxien sind nicht die einzigen Strukturen, die wir noch nicht vollständig verstehen. Astronomen untersuchen auch sogenannte Kugelhaufen, sphärische Gruppen von Sternen, die die Kerne von Galaxien umkreisen. Kugelhaufen wurden als sehr monoton angesehen. Gleiche Arten von Sternen, die zur gleichen Zeit geboren wurden und das gleiche Leben führten. Aber es stellt sich heraus, dass es verschiedene Populationen von Sternen gibt. Da stellt sich die Frage, was das bedeutet. Sie könnten zu verschiedenen Zeiten geboren sein oder ein anderes Leben geführt haben. Vielleicht sind sie von außerhalb der Galaxie gekommen. Um die Prozesse zu diesem speziellen Thema zu verstehen, gibt es im Moment viele Ansätze. Es gibt auch viele interessante Forschungsansätze zu sogenannten transienten Objekten. Das sind Objekte, die einfach abhauen und das war's dann. Aber man will sie einfangen, um herauszufinden, was sie vorher waren. Und einige dieser Transienten gehen aus und sie haben ein Nachleuchten. Wir beobachten sie mit verschiedenen Instrumenten, um herauszufinden, was dann weiter mit ihnen passiert. Denn so kann herausgefunden werden, was sie sind. Eine besonders interessante Art von transienten Ereignissen sind sogenannte Supernovae. Diese schillernden Explosionen können schon nach wenigen Wochen aus dem Blickfeld verschwinden. Doch es ist unbekannt, aus welchen Sternen sie stammen. Die Supernova Typ 1a ist für die Forschung besonders wichtig. Die Astronomen nehmen an, dass die bei der Explosion eines massenreichen Sterns erzeugte Energie jedes Mal mehr oder weniger gleich ist. Deshalb werden sie in der Kosmologie als eine Art Standardkerzen verwendet. Wir wissen, wie groß das Universum ist, wie es sich entwickelt. Wir wissen das alles, indem wir diese Objekte als Entfernungsmaßstab verwenden. Zwar haben wir die Informationen, die die Supernova liefern, aber wir kennen ihre Vorfahren nicht. Wir haben noch nie einen Stern beobachtet, der später in einer Supernova explodiert ist. Das ist etwas, woran die Leute sehr interessiert sind. Und wir jagen diesem Phänomen nach. Viele Astronomen sind auch gespannt, was wir viel näher an der Heimat entdecken werden. Ich denke, das heiße Eisen der Wissenschaft liegt wirklich auf dem Gebiet der extrasolaren Planeten, insbesondere deren Beobachtungen. Es gibt zwei Dinge, die zurzeit passieren. Das erste ist die Beobachtung von immer kleineren Planeten und immer weniger hellen Sonnen durch direkte oder indirekte Mittel. Wir sind jetzt wirklich auf der Jagd nach erdähnlichen Planeten, die um sonnenähnliche Sterne kreisen oder um rote Zwerge. Und das Zweite, wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, tatsächlich ihre Atmosphären direkt untersuchen zu können. Das ist absolut umwerfend. Diese Themen werden von Astronomen auf der ganzen Welt mit zunehmend ausgefeilter Technik und Technologie erforscht. Sobald der Tag anbricht, ist die Stunde der sogenannten Daytime Astronomer. Sie bearbeiten die Daten aus den Beobachtungen der letzten Nacht und kümmern sich um die Wartung und Kalibrierung der Teleskope. Die Nachtarbeiter ziehen sich derweil in die Residencia zurück. Etwa 130 Menschen arbeiten und wohnen für jeweils 2 bis 3 Wochen auf dem Berg. Für sie ist das Hotel eine Art Raumstation in der Wüste. Ob die Raumstation auf dem Mars dann mal so aussehen wird? Das hoffe ich. Ich hoffe, da gibt es dann auch alles, eine Bar, einen Musiksaal, einen Swimmingpool. Und was Grünes. Und was sagen, die Reise zum Mars, die kann man eigentlich erst seriös angehen, wenn man eine Station auf dem Mond eine Weile betrieben hat, um diese operationelle Erfahrung zu sammeln. Und welchen Sinn macht das dann so? Das ist die Fortsetzung von dem, was Kolumbus mit seinem Schiff gemacht hat. Der ist nach westlicher Richtung über den Atlantik gesegelt, um einen verkürzten Seeweg nach Indien zu finden. Aber das eigentlich wichtige Ergebnis seiner Reise war, dass das bis dato geltende Weltbild als falsch sich herausstellte. Und wir haben Amerika entdeckt. Und warum sollten wir
im Jahr 2019 oder 2020 sagen, wir gehen nicht mehr weiter, wir bleiben da, wo wir sind. Was am Ende an neuer Erkenntnis herauskommt, kann Ihnen niemand sagen, aber es ist damit zu rechnen, dass wir neue Denkanstöße bekommen, neue Einsichten und vielleicht gerade diese Frage Wasser. Wenn es auf dem Mars tatsächlich irgendwann mal viel Wasser gegeben haben sollte, dann ist eines sicher, jetzt ist es weg. Und dann ergibt sich sofort die Frage, warum ist das Wasser auf dem Mars verschwunden? Könnte es vielleicht auf der Erde auch verschwinden? Das sind ja existenzielle Fragestellungen. Paranal ist nur eines der großen Observatorien der ESO im Norden Chiles. Um noch tiefer ins All vorzudringen, muss man weiterreisen. Es geht rund 500 Kilometer Richtung Nordwesten. Das Ziel? Das größte bodenbasierte Astronomieprojekt überhaupt. Das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, kurz ALMA. Because of the water in the atmosphere. Wegen des Wassers in der Atmosphäre mussten wir in eine große Höhe gehen. Am besten auf rund 5000 Meter. Und hier fanden wir ein einmaliges Plateau, eine 20 mal 20 Kilometer große Fläche auf 5000 Meter. Wenn man da oben ankommt, glaubt man zunächst nicht, dass man so hoch ist. Aber wenn man aus dem Auto steigt, spürt man nach den ersten drei Schritten, dass man auf 5000 Metern Höhe ist. Das Chajnantor-Plateau in den chilenischen Anden hat mit das extremste Hochwüstenklima überhaupt. Die Atmosphäre über dem Plateau ist die weltweit trockenste, abgesehen von der Antarktis. 40 Minuten dauert die Fahrt hinauf. Dann erscheinen sie, wie Giganten am Horizont, die Antennen des Observatoriums. Das völlig neuartige astronomische Teleskop besteht aus 66 hochpräzisen Antennen mit je 12 bzw. 7 Metern Durchmesser. ALMA ist ein europäisch-amerikanisch-japanisches Gemeinschaftsprojekt und wurde 2013 in Betrieb genommen. Mit Kosten von über 1 Milliarde US-Dollar ist es das bisher teuerste Projekt der bodengebundenen Astronomie. Wir sind hier auf dem Chajnantor-Plateau. Das ist 5000 Meter über dem Meeresspiegel. Wir sind jetzt unterwegs zu einer besonderen Aufgabe. Wir müssen eine Antenne von einer Stelle zur anderen transportieren, um die Reichweite zu verändern. So können die Astronomen ihre Beobachtungen in unterschiedlichen Konfigurationen machen. Die Antennen können auf dem Plateau über Distanzen von 150 Meter bis 16 Kilometer bewegt werden und funktionieren dabei wie ein einziges riesiges Teleskop mit veränderlichem Durchmesser. Zwei ALMA-Transporter können die 100 Tonnen schweren Antennen anheben und transportieren und sie millimetergenau wieder absetzen. Wir bewegen sie jetzt in die Mitte und stellen die Antennen kompakter auf. Wir machen diese Umsetzungen das ganze Jahr über, damit wir den unterschiedlichen Anforderungen der Forscher nachkommen. Die Astronomen brauchen die Antennen manchmal ganz weit auseinander oder ganz nah beieinander, damit sie ihre Beobachtungen machen können. Das ist das, was wir gerade tun. Weil Wartungs- und Reparaturarbeiten auf 5000 Metern Höhe nahezu unmöglich sind, werden die gigantischen Antennen regelmäßig ins 800 Meter tiefer gelegene Basislager transportiert. Doch allein das regelmäßige Umsetzen der Antennen auf 5000 Metern Höhe ist ein Knochenjob. Hier haben wir rund 50% weniger Sauerstoff zur Verfügung als auf Meereshöhe. Deswegen müssen wir immer zusätzlichen Sauerstoff atmen, vor allem die Arbeiter, die die Antennen warten. Die Anlage muss 365 Tage im Jahr funktionieren. Das ist schon eine Herausforderung, vor allem im Winter. Jetzt ist der Himmel klar, es ist schön und warm. Aber im Winter haben wir öfters einen Meter Schnee. Man hat keine Sicht,
kann die Wege nicht sehen. Manchmal sind die Antennen von Schnee blockiert. Die müssen wir dann freischaufeln. Und es wird ganz schön kalt und windig, manchmal bis zu minus 30 Grad. Der Wind pfeift ja mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Das ist hart. Anders als im Paranal, wo Lichtwellen empfangen und analysiert werden, sind es im ALMA-Observatorium Radiowellen. Die Empfänger arbeiten in den Frequenzbändern zwischen 30 und 950 Gigahertz. Durch die große Höhe und die geringe Luftfeuchtigkeit am Standort ist die Erdatmosphäre dort für diese Frequenzen ausreichend durchlässig. ALMA ist das leistungsstärkste Teleskop zur Beobachtung des sogenannten kalten Universums und hilft bei der Erforschung einiger fundamentaler Rätsel unseres kosmischen Ursprungs. Die Beobachtungen richten sich auf die Antennengalaxien, zwei kollidierende Galaxien etwa 66 Millionen Lichtjahre entfernt. Obwohl ALMA nicht den gesamten Bereich der Galaxien beobachtet, sind die Bilder die besten, die jemals von diesen Galaxien gemacht wurden. Die Wolken von kaltem, dichtem Staub können nur als Radiowellen, nicht aber als Lichtwellen beobachtet werden. In der Basisstation laufen die Daten im ALMA-Korrelator zusammen, einem Rechner mit 134 Millionen Prozessoren. Zu den Aufgaben von ALMA gehört die Erforschung der Entstehungsgebiete von Planeten und Sternen. Millimeterwellen sind besonders gut geeignet, ausgedehnte Gas- und Staubwolken zu durchdringen, die Entstehungsgebiete von Sternen und Planeten verhüllen. Dazu werden hochsensible Sensoren eingesetzt, die im Teleskop auf eine Temperatur von minus 270 Grad Celsius gekühlt werden. Sie sind das teure Herzstück der Antennen. Hier haben wir den 5-Band-Empfänger. Das ist die neueste Empfängergeneration. Das ist ein sehr wichtiges Instrument, weil wir damit Wasser im Universum aufspüren können. Wasser erzeugt klar identifizierbare Wellen, eine Art eigene Signatur. Diese können mit den hochsensiblen Sensoren empfangen werden. Wasser ist ein Molekül. Und wir können hier die Vibrationen dieser Moleküle aufspüren. Eigentlich ist es eine Rotation. Entschuldigung. Ja, von mir aus, eine Rotation. Er hat recht. Infrarot ist eine Vibration. Wir machen uns die Tatsache zunutze, dass sich das Universum ausdehnt. Diese Rotation findet statt in einem Bereich, den man von hier aus verfolgen kann. Und weil wir das sich bewegende Signal immer weiter verfolgen, decken wir mit unseren Beobachtungen das ganze Universum ab. Und wir sehen dieses Molekül in den größten Entfernungen, bis hin zum Beginn des Universums. Wassermoleküle rotieren. Man muss sich das so vorstellen. Hier ist ein Wassermolekül und hier ist ein anderes Molekül. Die beiden Moleküle prallen aufeinander. Wenn sie aufeinandertreffen, entsteht eine Rotationsbewegung. Im Augenblick des Zusammenpralls ist die Rotationsgeschwindigkeit sehr hoch und nimmt dann mit der Zeit ab. Dazwischen ist ein Energieverlust. Diese Zu- und Abnahme der Energie erzeugt Radiowellen. In welchem Frequenzbereich bewegt sich das? Das sind ungefähr 500 Gigahertz. Das entspricht einer Wellenlänge von ungefähr einem Millimeter. Dieser Empfänger ist darauf geeicht, diese Frequenz zu empfangen, welche von rotierenden Wassermolekülen erzeugt wird. Und so können wir diese Wellen aus dem Weltall empfangen. Und das Wasser ist sehr wichtig, denn um den Ursprung des Lebens zu verstehen, ist das Wasser entscheidend. Deswegen ist es so wichtig, zu erforschen, wo im Universum Wasser ist und welchen Einfluss das Wasser bei der Entstehung von Planeten hat. Indem wir diesen Empfänger benutzen, können wir mehr über den Ursprung des Lebens erfahren. Wasser war auch auf der Erde der Ursprung allen Lebens.
Recht bald nach der Entstehung unseres Planeten bildeten sich erste Bakterien und eukaryotische Zellen mit einem Zellkern als Träger der Erbinformationen. Es sollte dann allerdings noch Jahrmillionen dauern, bis daraus komplexere Wesen entstanden. Wasser ist auch in der trockensten aller Wüsten, der Atacama, vorhanden. Am Geysir El Tatio, auf rund 4200 Metern Höhe, kommt es mit Macht zutage. Bis auf 3 Meter Höhe schießt das 60 bis 80 Grad heiße Wasser. Auch hier wird nach den Ursprüngen des Lebens geforscht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Leben an einem Ort wie diesem entstand, wo wir eine ähnliche Umgebung hatten und es ganz bestimmte Bakterien gab. Durch sie können wir erklären, was hier vor vielen, vielen, vor Milliarden Jahren geschah, als das Leben begann. Und das ist eine Konstellation, die wir möglicherweise auch auf anderen Planeten vorfinden könnten. Nach diesen Spuren von Frühformen des Lebens suchen wir auf Exoplaneten. In diesem Zusammenhang muss man das neue Riesenteleskop sehen, das sich gerade im Bau befindet. In Cerro Amazonas, nahe bei Paranal, ist die ESO dabei, das weltweit größte Teleskop zu bauen. Das Extremely Large Telescope, kurz ELT, wird ebenfalls von der Europäischen Südsternwarte, der ESO, auf 3000 Metern Höhe nahe dem Paranal-Observatorium errichtet. Für den leitenden Bauingenieur Pascal Lapeyre ist der Bau die Aufgabe seines Lebens. Die Bauzeit, von der Planung bis zur Inbetriebnahme, soll 10 Jahre dauern. Die Kuppel wird durch diese große Mauer hier getragen. Die Wand ist 2 Meter stark und 12 Meter hoch. Obendrauf kommen sogenannte T-Träger und die tragen die Kuppel. Stellen Sie sich vor, die Rollen, die die Kuppel tragen, sind schon auf einer Höhe von 15 Metern über dem Boden. Und da ist erst die Basis der Kuppel. Die Spitze geht dann auf eine Höhe von 65 Metern. Hier sehen Sie die beiden Schiebetore der Kuppel. Jedes Tor wird 300 Tonnen wiegen. Die ganze Kuppel wird rund 6000 Tonnen wiegen. Das Teleskop im Inneren wird 3500 Tonnen wiegen. Nach momentanen Berechnungen soll das Bauwerk der Superlative rund 1 Milliarde Euro kosten. Wenn es dann nach heutigen Planungen 2025 in Betrieb geht, wird es mit seinem 39 Meter langen Hauptspiegel das größte optische Teleskop aller Zeiten sein. Noch liegt man mit den Arbeiten im Plan, trotz der besonderen Herausforderungen. Die größte Herausforderung hier ist ganz offensichtlich die Logistik. Man muss alles hier hochtransportieren, die Maschinen, alle Baumaterialien, das Wasser, die Werkzeuge, den Zement, die LKW. Arbeiter zu finden ist kein Problem. Wir haben hier in Chile sehr viele Menschen, die Erfahrung im Bergbau haben. Und sie sind froh, hier an der frischen Luft an einem Wissenschaftsprojekt zu arbeiten. Die größte Herausforderung, die wir genau an dieser Stelle hatten, war der Granitstein, die Härte dieses Steins. Wir mussten eine Grube graben, 7 Meter tief und 59 Meter im Durchmesser. Wir stehen gerade mittendrin. Das Auge des neuen Megateleskops wird so groß sein wie ein halbes Fußballfeld und 13 Mal mehr Licht sammeln als die größten optischen Teleskope, die heute im Einsatz sind. Es wird mit diesem neuen Teleskop möglich sein, die Eigenschaften der ersten Sterne und Galaxien zu erforschen und die Natur der dunklen Materie sowie der dunklen Energie zu untersuchen. Möglicherweise finden sich auch Antworten auf eine der brennendsten Fragen der Menschheit. Gibt es Leben auf anderen Planeten? Und wenn ja, würde sich gleich die nächste Frage stellen. Wie sollen Menschen mit ihrer begrenzten Lebenszeit Millionen Lichtjahre weit reisen? Sicher ist nur, der Wissensdurst der Menschheit ist so groß wie das Universum selbst. Unendlich.